Moin, Leute. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Willkommen zurück zu Way of the Hunter. Wir sind immer noch unterwegs in Transsilvanien. Schön, dass ihr da seid. Und ich habe gerade ein paar Gämse vorm Auge. Passiert nicht häufig. Ich bin ein bisschen im Norden, in der bergigeren Region unterwegs gerade. Und ich habe gerade den Berg so ein Stück nach oben geschaut, habe gesehen, hey, das sind Gämse. Und bin dann von der Hütte einmal mit dem Auto hier links den Berg hoch. Und habe mir ein bisschen Highground geholt, ja. Hab mir ein bisschen eine erhöhte Position geholt. Damit ich die jetzt wegsnacken kann. Problem ist irgendwie nur. Ja, ich glaube, die Tiere, die laufen eher nach unten gerade, ha? Zumindest laufen sie auf jeden Fall von mir weg. Gämse kann ich jetzt auch nicht so gut anlocken. Das ist jetzt auch nicht so einfach. Beziehungsweise ist nicht möglich, weil ich keine Locktröte dafür habe. Wie ist mit dir weiblich ausgewachsen? Das wollen wir nicht. Oh, was hatten wir da gerade gesehen? Zwei Sterne ausgewachsen? Oder war es zwei Sterne erwachsen? Zwei Sterne ausgewachsen, okay. Da die Tiere jetzt so weit nach links gehen, würde ich... Moment. Theoretisch müsste ich die von der Hütte aus doch jetzt sehen, oder? Weil dann könnte ich jetzt mich auch kurz zur Hütte teleportieren. Und sie von dort aus schießen. Moment, wir probieren das mal. So. Dann müsste ich ja jetzt eigentlich, wenn ich hier rüber schaue, die Gämse sehen können. Ja. Das macht es natürlich einfach. Okay, da sind die Ausgewachsenen, die laufen voran. Ja, gut. Dann nehmen wir einfach das Zwei-Sterne-Exemplar, würde ich sagen. Großartig Herdenmanagement zu machen, hilft jetzt auch nicht so viel. Wo war denn der Fuchs? Goldschakal? Was hast denn du für Werte? Behalten wir mal kurz im Hinterkopf. Jetzt aber erstmal zu euch. Okay. Zwei Sterne, da steht's direkt. Das hintere, oder? Oh, ich glaube schon. Macht's mir aber auch schwierig, meine Freunde. Ist auch nicht gerade die beste Position, die ich hier haben kann. Geh nochmal hier ein Stück die Treppe hoch. Ja. Wäre schön, wenn man die Waffe hier so wie so drauflegen kann, dass man nicht mehr so viel wackelt. Okay, du bist ein Stern erwachsen. Dich wollen wir eigentlich nicht. Dich da oben wollen wir immer noch. Im Zweifel nehmen wir auch das Erwachsene, also steht mir nicht falsch. Wie bist du weg? 150 nur, okay. Das oder das? Ich glaube, ich bin fast für das Erwachsene. Weil es besser steht. Und es ist, steht nicht mehr besser. Okay. Ja, komm doch noch einfach noch einen Schritt. Genau. Nein. Nicht in die Richtung. Nicht in die Richtung, mein Freund. Ach man, wir schießen jetzt auf das hier. Gut. Oh, sollte ein cleaner Hit gewesen sein. Und es ist tot. Ja. War soweit ein cleaner Hit. Gucken wir mal hier. Was da drüben mit dem komischen Goldschakal ist. Was dann? Da, oder? Müssten hier nicht auch Rehe gewesen sein? Ich meine, ich hätte vorhin kurz auch mal Rehe gesehen da drüben. Zumindest mal den Schrei gehört. Goldschakal. Ausgewachsen. Naja, los, komm. Nehmen wir mit. Ist jetzt nicht ganz die richtige Waffe, aber hey. 200 Meter. Weil wenn ihr beide ausgewachsen weiblich seid, dann bist du doch das Männchen, oder? Naja, gut. Erlegen wir eins. So. Erlegen wir zwei. Ach, die Goldschakale haben es echt nicht leicht mit mir, muss ich sagen. Immer wenn ich in der Nähe bin, dann, ja, werden die Herden ausgerottet. Es tut mir doch so leid, aber was soll ich tun? Es bietet sich zu gut an. Naja, ich habe jetzt auch das falsche Kaliber dafür benutzt. Das ist, naja. Könnte besser sein, könnte besser gehen. Aber ist mir jetzt egal in dem Moment. Was habe ich gehört? Oben? Müssten theoretisch Gämse sein. Wenn überhaupt. Weil da oben ist ja eigentlich nur Berg. In der Region kommen eigentlich nur Gämse vor. Solange ich sie nicht sehen kann, ist aber schwierig, darauf zu schießen. Holen wir erstmal unsere Tiere ab, würde ich sagen.
Jo. So, wo haben wir es denn? Müsste ja direkt hier liegen irgendwo, ne? Wir haben ja gesehen, wie es zusammengeklappt ist da vorne. Perfekt. Frage ist, sind die Tiere noch in der Nähe, die anderen? Ich glaube, Gämse laufen oder flüchten jetzt nicht so unfassbar weit. Ich sehe aber nichts. Ist auch eine blöde Region hier. Ist überall Wald dann an dem Punkt. Na gut. Ja, relativ weit oben zwar getroffen, aber ist dennoch okay. Beide Lungenflügel durchdrungen, die linken jetzt nicht komplett, aber reicht. Kann man voll zufrieden mit sein, würde ich sagen. Ja, 57% ist jetzt auch nicht die Welt. Also ist schon okay, dass wir das erwachsene Männchen geschossen haben. Vielleicht sehen wir sie ja nochmal wieder und dann können wir die Ausgewachsenen auch noch schießen. Gut, die stecken wir jetzt erstmal ein. So eine Gams, heißt das so? Eine Gams haben wir jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr geschossen. Also warum nicht? Ist mal wieder ein bisschen Abwechslung hier. So, die Markierung kann ich wegmachen. Gut, dann geht's jetzt darüber zu den anderen Tieren. Zu den, was war's? Goldschakal, ne? So, sehe ich von hier jetzt die anderen Gämse vielleicht? Ich könnte sie vielleicht sehen, aber ich denke mal, sie sind irgendwo hier hinter dem Berg, hinter dem Wald. Na gut. Solange wir von hier aus nichts sehen, gehen wir jetzt erstmal auf die andere Seite. Vielleicht sehen wir von dort ja auch wieder ein bisschen mehr. Ja, ja. Was hier wieder passiert ist, naja. Okay, hier haben wir schon mal gut die Lunge getroffen. Falsches Kaliber, aber gut die Lunge getroffen. Naja, weiblich ausgewachsen, haben wir gewusst. Ey, 10 Dollar. Ach, ich fühle mich schon wieder schlecht, dass ich die schon wieder abgeschossen habe. Aber ach, es hat sich so gut angeboten. Was soll ich denn nur machen? Ich hätte vorher die Waffe vielleicht wechseln sollen. Der gibt gar kein Geld. Oh, ausgewachsen weiblich. Ah ja, hey. Hey, was soll's, was soll's. So, sehe ich jetzt hier drüben? Da. Da sind sie. Habt ihr nochmal Lust auf einen Weitschuss? Ich weiß, es diese Tiere sind nicht sonderlich groß. Aber, hey. Dafür, wenn ich sie treffe, dann sollten die auch down gehen. Wie weit sind die jetzt weg? 400 Meter? So stehen sie auch ganz gut. Ich könnte so schön in den Nacken zumindest schießen. Bin aber noch ein bisschen weiter als 400 Meter weg. Das ist halt... Wollen wir es probieren? Ach, ich fühle mich jetzt schon eigentlich schlecht genug wegen den Goldschakalen, die ich weggeballert habe. Aber hey, wir probieren es. Ansonsten will ich eh nicht nochmal darüber ums... Also ich will mich nicht nochmal an die Rand pirschen. Ich wollte eigentlich heute hier den Weg nach unten... entlang gehen, weil hier habe ich zum Beispiel noch gar nicht entdeckt, was da auf dem Weg ist und so. Ich wollte einfach mal hier dann noch ein bisschen am Wasser lang. Das werden wir dann auch tun, sobald wir uns um diese Tiere hier gekümmert haben. Also es sind ein bisschen mehr als 400 Meter, das muss ich im Hinterkopf behalten. Und wir haben Gegenwind. Oh, jetzt. So ist gut. Der eine Baum ist ein bisschen shitty. Ja. Oh! Ich weiß nicht, ob der gut war, actually. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe sehr weit oben getroffen. Ja, ich glaube, ich habe wirklich ein bisschen sehr weit oben getroffen. Ja, könnte aber reichen. Der Blutfleck ist für die Entfernung doch relativ groß. Und auch relativ dunkel, würde ich jetzt sagen. Aber, ja, zufrieden bin ich nicht, aber bin ich bei den Fernschüssen meistens nicht, wenn ich ehrlich bin. Na gut, dann gucken wir doch mal, ob es was geworden ist. Und danach gehen wir wie geplant den Weg Richtung Süden entlang. Warte mal, Richtung Süden? Wie ist denn der Wind heute so? Ja, doch, das können wir machen. Na gut. Naja, was soll ich dazu noch sagen? Das ist nur eine kleine Menge Blut. Ich hätte wirklich gedacht, er hätte halbwegs gut getroffen, aber naja. Jetzt fühle ich mich noch schlechter. Erst die Goldschakale, jetzt die Gämse. Ich liefere keine gute Leistung ab heute. Wird Zeit, dass ich jetzt nochmal... Oh. Da ist ein Tier, ganz alleine. Wird Zeit, dass ich heute nochmal was Vernünftiges mache, wollte ich jetzt sagen. Apropos vernünftig.
Ein Kilometer ist es weg, ne? So, jetzt könnt ihr mal. Pass auf, pass auf, pass auf. Viel zu weit weg. Okay, immer noch weit weg. Okay. Okay, wir lassen es gut sein. Wir lassen es gut sein. Wir suchen uns jetzt ordentliche Tiere in einer ordentlichen Entfernung. So, was sind meine entzündeten Äuglein denn da vorne? Ah, Dammhirsch. Mm. Schmackhaft. Ja, die Zeit passt. Es ist so kurz vor 11 und hier am Fluss kommen ab und zu auch mal Dammhirsche vor. Da sind sie. Ich würde sagen, wir warten gar nicht groß lang oder überlegen gar nicht groß lang. Wir sehen zwei Hirsche. Wahrscheinlich sind noch einige hier in dem Bereich. Oder im, unten weiter am Fluss oder so. Ah, guck mal. Oh, Moment. Der sieht krasser aus. Oh, was? Was? Was bist du denn, mein Freund? 4 Sterne. Willkommen. Okay, das, das hebt den Wert der Folge ungemein an, nachdem ich so viel Mist gebaut habe. Naja, zumindest wenn ich ihn treffe. Wenn ich ihn nicht treffe, dann, rip. Okay. Mein Freund. Mein Freund, der Dammhirsch. Wie sieht's aus? Sollen wir dich anlocken oder sollen wir dich so direkt erschießen? Meine Position ist an sich nicht schlecht, ne? Ist zwar so leicht schräg gestellt, aber könnte man noch machen. Ich müsste jetzt quasi nur hier hinschießen. Oh, Leute. Wünscht mir Glück, dass ich das treffe. Oh! Oho! Ohoho, wir haben ihn. Und das mit einem Schuss. Hohoho, ho, ho, yes. Yes. Wir holen mal eben das Auto. Oh. Oben ist auch jemand unterwegs. Ich glaube, das könnten Wildschweine sein. Ich habe hier vorhin ungefähr in diese Richtung Wildschweine rennen sehen. Aber scheiß auf die Wildschweine. Wir haben jetzt was viel Besseres. So, einmal vor. Dammhirsche sind dann auf der anderen Seite. Die suchen wir auf jeden Fall nochmal auf, wenn wir sie wiederfinden. Jetzt schauen wir uns aber erstmal diesen Prachtkerl hier an. Einmal die Markierung bitte löschen. Hallo. Ja, ich muss schon sagen, gefällt mir. Gefällt mir. Schauen wir uns das von nahem an. Oh, der war genau richtig, der Schuss. Oh, yes. Endlich klappt auch mal was so, wie ich das möchte, so wie ich mir das vorstelle. Mmm, schmeckt das, das anzusehen. Das schmeckt richtig. Mm. Und du wirst auch in meiner Ausstellung richtig gut aussehen, mein Freund. Boah. Wir schauen uns nochmal die Trophäe an. Einmal hier. Boah, das sind schon ordentliche... Naja, was soll ich dazu sagen? Schon ordentlich großes Geweih. Sehr fancy. Sehr symmetrisch auch. Gefällt mir, mein Freund. Gefällt mir. Wie viel DNA-Wert hast du überhaupt? 81% nur und trotzdem 4 Sterne. Wir haben letztens einen Dammhirsch mit 91% DNA-Wert gekillt und der hatte nur 2 Sterne. Also manchmal ist das echt random. Aber es kommt auch viel aufs Gewicht an. Der letztes Mal hatte, glaube ich, nur 120 Kilo oder so gewogen und der jetzt nochmal 20 Kilo mehr. Stark. Aber hatte der letztes Mal nicht auch mehr Punkte hier? Ne, der hatte unter 400 Punkte, glaube ich. Ach, ich weiß doch auch nicht mehr. Ich habe auch nicht verstanden, warum der damals nur so wenig Sterne hatte. Taxonomie. Willkommen in meiner Ausstellung. Willkommen. Na gut. Soweit ist hier nichts mehr unterwegs sonst. Ich würde gerne mal die Wildschweintröte benutzen kurz. Einfach um mal zu checken. Ob in der unmittelbaren Umgebung noch Wildschweine sind. Weil die sind hier vorhin hingerannt. Eigentlich bin ich jetzt hierher gekommen. Erstens mal, weil der Weg hier lang führt. Aber eigentlich, weil hier Wildschweine waren. Naja. Suchen wir mal weiter. Hier vorne ist noch irgendein Fragezeichen. Mal sehen, was hier noch ist. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Oh mein Gott. Es ist tatsächlich einfach ein Lager. Ich dachte, ich hätte alle Lagerplätze gefunden. Aber hier ist einfach mitten in... Ja gut. Hier in der Mitte hätte gut noch eins hingepasst. Das stimmt schon. Hier ins Viereck zwischen den Vieren. Oder Fünfen. Krass. Vielleicht haben wir sogar noch mehr Lager, die noch nicht entdeckt wurden.
I like. Hat sich jetzt schon gelohnt, hier die Gegend mal abzuchecken. Also wirklich, ich habe hier nur so ein kleines Stück schwarz gehabt. Und hier war auch einfach direkt ein Lager drin. Naja. Will man sich nicht beschweren. Okay. Was habe ich gehört? Ah. 300 Meter ungefähr so. Ah, noch ein Stück weiter. Ja, das ist gut. Dann fahren wir jetzt mal da oben auf die Bergspitze und gucken, ob wir da einen Blick drauf werfen können. Es sind wahrscheinlich die Dammhirsche, könnten aber auch Wildschweine sein. Mal sehen. Gut, ich habe meine Position eingenommen. Hier unten am Hang sind scheinbar überall Dammhirsche. Getrötet habe ich schon. Es müsste auch gleich hier einer irgendwo zwischen den Bäumen rauskommen. Tröte nochmal. Ich habe eben nämlich schon kurz das Geweih gesehen. Moment, da ist er, oder? Ja, hallo. Das ist ein Dammhirsch mit einem niedrigen DNA-Wert. Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen gedacht, naja, wenn ein Vier-Sterne-Tier in der Herde ist, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt noch Dammhirsche mit niedrigem DNA-Wert quasi dabei sind? Aber scheinbar haben wir eins dabei. Und das werden wir mitnehmen. Also, werden wir, wenn es ein bisschen näher kommt. Muss ich nochmal tröten? Ja, dann tröten wir halt nochmal. Ich würde gerne die Armbrust nehmen, weil da unten sind noch andere Tiere. Ich würde sie gerne so wenig wie möglich verschrecken, aber wahrscheinlich sind sie trotzdem nah genug dran, dass sie auch wegrennen, wenn ich jetzt die Armbrust benutze. Oh, das wäre jetzt gut. Oh, das wäre richtig gut. Warum habe ich nicht geschossen? Ich hätte es eigentlich nutzen sollen. Einen perfekten Gegenwind, by the way. So, dann schießen wir doch mal in einen Lungenflügel rein. Zack. Ja, warum nicht? Diesmal gut, diesmal war es gut. Gottseitig habe ich zwar gedacht, na, ein bisschen zu weit in die Mitte geschossen, aber hey, absolut in Ordnung. Okay, da drüben rennen sie jetzt weg. Die waren schon recht nah an mir. Was habe ich denn da verpasst? Sehe ich das noch irgendwie? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch. Also, die Dammhirsche waren hier unten, da wo der herkam. Ich denke mal, da werden die anderen Dammhirsche auch gewesen sein. Das heißt, es da links müsste theoretisch eine andere Gruppe Tiere gewesen sein, vielleicht. Oder der Dammhirsch, den ich jetzt geschossen habe, hatte deswegen so einen niedrigen DNA-Wert, weil er aus der anderen Gruppe kam und die Gruppe von vorhin war da drüben. Auch möglich. Auch möglich. Wir werden es vielleicht nie erfahren. So. Hallo, mein Freund. Ja. Sehr weit oben, aber wir haben genau das gemacht, was wir machen wollten. Schön durch die Lunge einmal durchpfeffern. Da ist das Tier auch sofort dran gestorben, hat es keine große Chance. Der Gold-Tip Nitro Pro Armbrustbolzen hat uns mal wieder ein weiteres Tier beschert. 34% nur. Puh. Ja. Gut, nehmen wir dich mit. Sehr gut, sehr gut. Joa, naja. Ich denke mal, unten werden jetzt auch keine Tiere mehr sein. Aber dafür da. Nehmen wir doch die. Ich muss nicht mehr so weit ranlaufen, um die Werte zu sehen. Deswegen gehe ich nochmal ein Stück dem entgegen. Kurz hier unten abchecken, dass hier nicht irgendwie Wildschweine oder so rumlaufen. Nee. Was auch immer hier unten war, es ist weg. Wahrscheinlich sind es die Dammhirsche, die jetzt da drüben sind, die hier unten standen. Könnte ich mir gut vorstellen, zumindest. Sind aber nicht mehr viele Dammhirsche, nur noch drei Stück. Gut, aber ich sehe zwei Männchen. Nee, doch nicht. Ein Männchen nur. Ein Stern und ausgewachsen. Zwei ausgewachsene Weibchen, ne? Naja, gut, nehmen wir mit. Was soll's, nehmen wir mit. Stirbt eh in ein paar Tagen. Können wir es uns auch genauso gut noch abholen, das Tier. Okay. Ist das überhaupt ein Dammhirsch? Ja, doch, ich denke schon, ja. Gut, 300 Meter sind eingestellt. 260 Meter ist entfernt. Ich ziehe mal nicht ganz so weit nach oben. Gegenwind ist gut. Ja, das ist meine Blutspur, wenn ich je eine gesehen habe. Wahrscheinlich sogar eine große Blutspur, oder? Ist das viel Blut? Wirst du gleich umfallen? Ich mach schon mal hier die Markierung. Bitte genau auf die Markierung hinlegen. Ja. So ungefähr. Roll noch ein Stück. Ja. Ja, genau. Fast auf die Markierung gelegt.
Ja, habe ich gut trainiert, das Tier, oder? Findet ihr nicht auch? Okay. Ich hole mal das Auto. Ich könnte natürlich auch laufen, aber Auto dabei zu haben ist immer gut. Und dann schauen wir uns das mal an. Es war wirklich knapp. Also das Tier hat sich echt fast auf meine Markierung gelegt. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Hättest ja noch ein Stück in die Richtung rutschen können. Na gut, schauen wir uns das mal an. Da es so schnell gestorben ist, hätte ich fast sogar gedacht, dass wir irgendwie das Herz oder so getroffen haben, aber nee, das war uns dann doch nicht vergönnt. Dafür war der Schuss... Entschuldigt bitte. Dafür war der Schuss doch noch viel zu hoch. Aber beide Lungenflügel stoßen. Wir haben keinen Knochen wirklich erwischt. Schön durch. Ja, so leicht haben wir den erwischt, aber war ein guter Durchschuss. Ging er auf der anderen Seite auch wieder raus? Achso, das... Kann ich das noch ein bisschen vorspulen? Es ist scheißegal, scheißegal. Was auch immer. 55,5% DNA-Wert. Ja. Boah. Gut, dann haben wir wieder eine weitere Herde von ihren Männchen befreit. Wenn es jetzt wirklich nur noch zwei Weibchen sind, naja. Gut, die sind eh ausgewachsen. Das heißt, hey, ihr Lebenszyklus nähert sich eh dem Ende. Okay, jetzt wäre jetzt die Frage, was da oben vorhin abgehauen ist. Und ob wir diese Tiere noch sehen können. Ich mache mir mal ungefähr hier eine Markierung und da werde ich jetzt mal hinfahren. Einfach mal scouten, ob da ein Tier unterwegs ist oder so. Einfach mal gucken. Da ist noch eine Ruine. Da waren wir aber schon mal, glaube ich. Nee. Da müssen wir auch irgendwann nochmal hin. Die Ruine auf dem Berg auschecken. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir noch ein Tier finden. Ja, ich glaube, ich habe die Tiere gefunden, die hier unterwegs waren. Tatsächlich, ich habe hier ungefähr meine Markierung gehabt. Da, wo ich jetzt hin wollte. Und ich habe einmal in den Wald geschaut und sehe direkt Tiere. Ja, so würde ich mir das immer wünschen. So ist es nämlich angenehm. So, wir haben halt Rehe, ne? Habe ich noch meine Rehtröte? Habe ich nicht, habe ich weggelegt. Wir haben halt Rehe. Rehe sind immer so, naja. Kann man mitnehmen, aber nicht das spannendste Tier jetzt für die Jagd. Da hinten haben wir auch noch irgendwas. Da hinten in der Ferne. Machen wir mal eine Markierung. Noch weiter weg. 300 Meter oder so. Naja, lassen wir erstmal die Markierung so. Ey, ganz entspannt, ganz entspannt. Hey, ey, ich weiß. Ich weiß, ihr seht mich. Um zwei Sterne erwachsen. Dich lassen wir mal leben auf jeden Fall. Du hast Potenzial. Wohingegen du oder du oder du, du. Alles Jungtiere. Oh, nee, der war erwachsen. Hey, warte, der ist ausgewachsen? Okay. Der sah zwar auch aus wie ein Jungtier, aber nehmen wir den. Einen von euch beiden, ne? Ja, dich würde ich auch nehmen. Hey, du bist erwachsen. Na, dann nehme ich jetzt dich. Ja, dann ist es halt so. Zack. Weg. Entschuldige, mein Freund, aber so muss das... So läuft das nun mal. Ja, na gut. Werde jetzt wahrscheinlich nicht so viele Punkte dafür bekommen, weil... Naja, falsche Waffenklasse. Eine Stufe zu hoch, aber... Ja, ey, was soll's, was soll's. Holen wir das Auto, holen wir das Reh und danach werden wir uns noch ein Tier vornehmen, würde ich mal sagen. So, mal sehen, ob ich überhaupt Geld für dich bekomme, aber ich denke, ein bisschen werde ich bekommen. Ja, 154 immerhin. Okay. So, zeig mal her. Richtung hat schon gestimmt. Noch ein bisschen tiefer und wir hatten das Herz auch erwischt. Aber lief auch so ganz gut. Linker, rechter Lungenflügel getroffen. Boah, das war mal... Ist er wieder ausgetreten, der Schuss? Ja, ganz leicht. Ganz leicht nur. Einmal quer durch. Armes Tier. Beziehungsweise, naja, du hast davon wahrscheinlich nicht viel gespürt. Es ging wahrscheinlich sehr schnell. Das ist dein DNA-Wert. 88%. Und das ist deine Trophäenwertung. Diese Tiere, also manchmal verstehe ich es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist wirklich von Gewicht abhängig, ne? Naja, gut. Gut. Verkaufen wir dich. Ich habe trotzdem noch mehr Belohnung bekommen, als ich erwartet hätte. So, und dann würde ich sagen, machen wir uns auf die Suche nach dem letzten Tier für heute. Es ist 12 Uhr. Vielleicht finde ich hier am Fluss einfach noch was. Probieren wir es da. Weg mit der Markierung. Gut. Gut, ich habe die Dammhirsche wieder gefunden.
Ich hab sie oben im Wald mit meinem Auto angetroffen. Ja, ich weiß, du riechst mich wahrscheinlich. Der Wind geht ein bisschen in die Richtung. Aber hey, komm. Kannst du doch drüber hinwegsehen, oder? Jedenfalls habe ich sie da oben im Wald getroffen. Irgendwo da. Und dann hab sie mit meinem Auto so ein bisschen in die Richtung hier gescheucht. Ja, komm noch ein Stück, komm noch. Und dann sind sie hier runtergerannt, quasi aufs offene Feld. Jetzt habe ich mich quasi nochmal angepirscht und habe die Tröte nochmal benutzt. Beziehungsweise ich habe erst nach Weibchen gepfiffen. Weil Weibchen gibt es halt immer und damit kann man sich ungefähr einschätzen, wo die Tiere sind. Dann habe ich gesehen, dass da unten ein paar Weibchen kamen. Jetzt habe ich mich hier in den Busch gesetzt und habe halt mal nach einem Männchen mit gutem DMA-Wert gepfiffen. Ja, und da kam er hier. Ein Stern zwar nur, aber hey, reicht ja auch aus. So, stellen wir mal 50 Meter ein. Ein kleines Stück kannst du noch rankommen. So, und dann schieß mal schön tief diesmal. Denke, der hat auf jeden Fall das Herz erwischt. Und ich höre wieder niemand wegrennen. Drüben ist der Hochstand. Ja gut. Lief clean. Würde ich sagen, war das auch jetzt unser letzter Abschuss soweit. Es sei denn, die Tiere entscheiden sich dagegen wegzurennen, dann kann ich mich überreden lassen, nochmal eins vielleicht zu schießen. Aber da hinten sehe ich sie gerade. Da rennen sie, die Guten. Was haben wir hier noch? Ausgewachsen weiblich, ausgewachsen weiblich. Und ein Tier ist noch vorne weggerannt, vielleicht noch ein Männchen oder so. Wer weiß. Wer weiß. Na gut. Kann ich jetzt auch aufstehen. Muss ich mich nicht mehr so heimlich, still und leise hier an das Tier ranpirschen. Wenn eh keine Tiere mehr da sind. Okay. Na gut, war ein Herzschuss, oder? Ja. Also wir haben quasi alles getroffen. Herz, Hauptschlagader, linker Lungenflügel, den rechten Lungenflügel nur ein bisschen, aber sehr zentriert. Diesmal haben wir auch wirklich tief genug geschossen. Endlich mal. Ja, immer schieße ich zu hoch. 55%, ja, was knapp über 50%, das ist okay. $412 sind auch okay, die ich für dich bekomme. Und der Herzschuss. Nochmal ein gutes Gefühl zum Ende hin. Okay, Leute, alles klar. Dann würde ich sagen, belassen wir es jetzt dabei. Hat schwierig angefangen heute, muss ich sagen, mit den Weitschüssen und den Schakalen und so. Lief erst nicht so gut, aber ab dem 4-Sterne-Hirsch, ab dem 4-Sterne-Damm-Hirsch, lief es dann wieder deutlich besser. Oh ja. Okay, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gerne Daumen nach oben oder Kommentar da lassen. Falls ihr noch keine Abonnenten seid, gerne reinsappen. Wenn ihr wollt, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Gut, und dann würde ich sagen. Nein, mach mal nicht, oder? Mach mal nicht. Mach mal nicht, mach mal doch, mach mal nicht, mach mal vielleicht. Ja, nee. Ich bin gerade hin und her gerissen. Wir nehmen den noch mit. Wir nehmen den noch mit, so als kleinen Bonus. Ich hoffe, ihr guten Leute habt jetzt noch nicht abgeschaltet, denn hier gibt es heute noch was zu holen. Juhu! Ey, es waren sogar noch zwei Tiere mit Geweih. Oh, die Markierung ist schlecht. 700 Meter ist nicht so gut. Ja, da drüben war nämlich noch ein Tier mit einem Geweih. Das heißt, die Herde hatte doch noch ein bisschen was zu bieten. Okay, ich gehe da schnell rüber und dann mache ich die Abmoderation. Okay, ja. Okay. Ja, sehr weit ist es nicht gekommen, das Tier. Hier liegt es nämlich direkt schon. War ein guter Schuss. Offensichtlich. Weiß ich nicht. Ja. Hey, als kleiner Bonus. Warum nicht? Okay. Ja. Boah, zeig mir doch nicht so deine Zähne, Bruder. Das sieht ja gruselig aus. Ja, war ein guter Schuss. Schöner Durchschuss. Kugel ist sogar wieder ausgetreten auf der anderen Seite. Ey. Warum nicht? Kann man machen. Ein Stern ausgewachsen. Männlich. Unter 50% DNA-Wert. Ja. Du bist mein kleiner Bonus für die heutige Folge. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch bei euch. Schönen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.